Hallo? Na ja? Tja. Jetzt nicht erschrecken, ja? Hi. Ja, das bin ich und das ist The Mystery. Darf ich vorstellen? Ja, willkommen zu diesem etwas anderem Video. Zu dem einem Video, was ich jetzt relativ spontan gemacht habe, generell diese Entscheidung, mich jetzt zu zeigen. Chris und Tim waren bei mir zu Besuch gewesen. Darum geht es ja auch gleich hauptsächlich in diesem Video, und zwar die Vorstellung von Assassin's Creed im Film. Da haben wir ein bisschen drüber gevloggt und da habe ich mich halt auch gezeigt. Und der Grund, warum ich mich zeige, der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich ein paar Projekte umsetzen möchte jetzt in diesem Jahr, die ich so nicht umsetzen kann, wenn ich mich nicht zeige. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Diese Projekte haben relativ wenig mit Gaming zu tun. Trotzdem werde ich natürlich in Livestreams jetzt mit Facecam streamen, einfach weil es cooler ist. Und das dann auch auf YouTube hochladen. Ich weiß nicht, in den meisten normalen Folgen werde ich wahrscheinlich keine Facecam machen. Aber dennoch habe ich mich dazu jetzt entschieden, jetzt diesen Schritt zu machen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ankommt. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Mystery und die Maske, die ist natürlich nicht verloren, ja, hier. Mega cool, übrigens nochmal fettes Danke an Sarah, meine generelle Designerin hier. Die hat mir auch diese coole Figur gemacht. Ich finde sie mega nice. Und ja, ist schon krass auf jeden Fall. Freut euch einfach auf die zukünftigen Projekte. Ihr könnt jetzt noch beim Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar müsst ihr einfach euren Twitter-Namen unten in die Kommentare schreiben und sagen, dass ihr Assassin's Creed Liberation gewinnen wollt. Keine Ahnung, schreibt einfach irgendwas Nettes über die Projekte. Habt ihr irgendeine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Habe ich ja schon vorgestern in einem Video kurz mal angeschnitten. Da habe ich auch schon einen Vorschlag bekommen, den ich auf jeden Fall mal mir anschauen werde. Wenn ihr irgendwelche Wünsche für die Zukunft habt auf dem Kanal, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann viel Glück beim Gewinnspiel. Also schreibt einfach euren Twitter-Namen rein, damit ich euch anschreiben kann. Ihr müsst mir dann auch auf Twitter folgen, sonst funktioniert das leider nicht. Also einfach auf Twitter folgen, Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Und dann könnt ihr Assassin's Creed Liberation gewinnen. Und ich würde sagen, der Einsendeschluss ist so bis zum, sagen wir mal 10. Januar. Am 10. Januar werde ich dann den Gewinner anschreiben per Twitter und dann viel Glück und viel Spaß mit dem Video. Ciao, euer Mystery. Also Leute, wir gucken uns jetzt gleich Assassin's Creed an. Ja. Sehr gespannt, wie das wird, der Film. Ja, vorher gibt es einen schönen Kaffee. Also irgendwie das Trailer ist halt echt euch geil, dazu? Wie ich halt auch mal mit drauf passe, obwohl das Ding gar nicht auf mich zeigen würde. Habt ihr euch einen Trailer mal dazu angeschaut? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht. Und du? Schmeckt nicht. Das schmeckt einfach bitter. Ich hab gedacht, das schmeckt süßer. Oh. Ist schon Zucker drin. Ja, ist schon Zucker drin. Also, du hast auch keinen Trailer angeschaut? Nee. Aha, dann bin ich ja voll gespoilert hier, als Einziger. Ich weiß echt nicht, was mit der Wand. In welcher Zeit spielst du? Irgendwie 1700 oder sowas. Also im Mittelalter. Hä? 1700 ist kein Mittelalter. Aber dieses Renaissance. Wo ist Assassin's Creed? Okay, das ist aber langweilig, muss ich sagen. Ich hätte es lieber gehabt, wenn das irgendwie richtig in den Kreuzzügen noch gespielt hätte. Das wäre voll geil gewesen. Ich würde sagen, wir hocken uns dann nochmal hin, nach dem Film kommen wir kurz drüber. Ja, machen jetzt einen kleinen Vlog. Was wir erwarten? Ja. Haben wir Erwartungen? Ich hoffe, dass wir es gut umsetzen. Ich würde es richtig cool finden, wenn es eine Ezio-Anspielung gibt oder wenn da irgendwie VK kommt. Ja, wenn es so allgemein so oder O'Connor oder sowas. Ja, irgendwie. Aber ich habe gehört, das soll völlig frei von den Spielen sein. Völlig frei. Schade. Aber mal gucken. Also das wäre so meine Hoffnung und ja, dass sie auch den Edenapfel irgendwie noch mit einbauen. Also die Reliquien, ja. Das wäre cool. Und dass es ein offenes Ende hat, also vielleicht, dass es noch einen zweiten Teil gibt oder so. Ich habe halt hohe Erwartungen an, wie heißt er? Magneto? Ich weiß nicht. Der Schauspieler. Okay. Genau, google mal. Nee, ich wollte die App ausmachen. Man dachte schon, ne? Nee, man dachte schon, man kann sich auf Kurve verlassen. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon, genau. Nee, also ich hoffe, dass vor allem, dass die mit der Story irgendwie was Gescheites rausmacht, also dass eine gescheite Story sowieso, gibt halt. Sowieso. Und dass man da halt irgendwie einschläft bei den Charakteren oder so, sondern dass die halt alles so eine gewisse Story halt mitbringen und dass das halt so glaubwürdig halt irgendwie so ein bisschen rüberkommt. Was ich da drin sah, hat sich echt angefühlt. Das war es.
Und was jetzt, Pionier? Wir kämpfen. Im Endeffekt, ich bin nicht so der Fan von so Special Effekten, also natürlich erwartet man schon ein bisschen was, dass man da was sieht, so, aber ich muss jetzt da nie irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Action-Szenen haben. Ja, wenn ein Film CGI überladen ist, das ist scheiße. Also sieht man ja gut bei Star Wars 1 bis 3, also kann halt nicht so gut sein. Ich hoffe vor allem, dass die Story vernünftig wird. Aber das Ding ist halt, man hat halt die ganze Zeit auf Assassin's Creed Filme gewartet. Man, ist wirklich, viele Leute haben diese Parkour-Videos mit Assassin's Creed Kostümen gemacht. Ja, ist so. Dass man sich das immer so geil vorgestellt hat und jetzt halt einfach so weit. Ich komme auf so einen Moment, wo dann der Todessprung gemacht ist. Ja. Der Adler fliegt so über die Kirche. Ja. Spamt übrigens mal in die Kommentare, wie der Schauspieler heißt, der Hauptschauspieler. Ja, nicht, dass wir sozusagen gegoogelt haben. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder. Wenn wir den Film geschaut haben, dann... So, wir waren jetzt in Assassin's Creed drin, haben jetzt gut 2 Stunden den Film geschaut. Und ja, was ist euer erster Eindruck jetzt, so eure ersten Worte zum Film? Ja, so Anfang? Cool, nee, leg doch mal los. Also ich muss zugeben, ich habe gehofft, dass er halt... Also ich muss zugeben, er war gut, aber ich hätte mir an einigen Stellen noch ein paar Sachen gewünscht. Also zum Beispiel... Also ja, das Video wird eh eine Spoilerwarnung sein. Ja, genau, Spoilerwarnung. Ja, das werde ich am Anfang gerade schreiben. Ja. Und ich muss zugeben, also an sich war der Film an sich ganz gut. Die Story war an einigen Stellen ein bisschen verwirrend. Also zum Beispiel an der Stelle, wo der Vater halt mit dem Sohn gesprochen hat. Also mit diesem Ken oder wie der hieß. Achso, Carl. Carl, genau. Carl L. Muss ich ganz sehr an Superman denken. Ja, Mann. Und da war es also ein bisschen verwirrend so, um was es halt genau mit der Mutter auf sich hat und so weiter. Aber an sich fand ich das Ende zum Beispiel am besten eigentlich, obwohl ich mir da noch irgendwas gewünscht hätte, was noch so richtig so einen Gänsehautmoment gebracht hätte. Zum Beispiel als die ganzen Assassinen zum Beispiel um den Thron standen, hätte ich mir gewünscht, dass der letzte Assassin, der gezeigt wird, so ein Altair ist oder sowas. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet auf so eine Anspielung. Ich fand diesen Animus auch ein bisschen komisch. Also man kennt das ja aus der... Also ich muss zugeben, aus der Spieleserie kennt man das ja so, dass man das auf so eine Bank legt so und dass dann so eine Maske so davor gefahren wird, so ein Projektil. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was Sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen Ihres Vorfahren, der seit 500 Jahren tot ist. Was wollt Sie von mir? Aber das ist auch viel logischer gemacht, dass du diese Erinnerung nach... Klar, also klar. Nach ja, also ich fand es immer cool in den Action-Szenen, in den Kämpfen, dass man so immer wieder so einen Zugriff auf die Zukunft und Vergangenheit hatte. So, dass man immer hin und her geschaltet hat. Ja, genau, dass man so immer hin und her geschaltet hat. Das war ganz cool. Also wie im Spiel eigentlich. Also mal spielst du auch Desmond und dann spielst du mal wieder Altair. Aber mit einem Kampf. Ach so, das war nice. So die schattischen Erinnerungen zu sehen einfach so, das fand ich halt ganz cool. Ja, und das konntest du ja gar nicht im Spiel umsetzen, da du immer nur auf dieser Bank lagst. Ja, eben. Oder ab Black Flag bist du am PC, also... Das ist noch wärmer, finde ich. Du spielst das Spiel am PC. Ja, ist halt nicht so. Alter. Das habe ich mir auch kurz gedacht, irgendwann an der Stelle im Film, wo man dann so an diesem Ding angeschlossen ist. Das ist ja wie VR irgendwie, so ein bisschen dass man sich bewegen kann. So. Also ja, wie VR nur. In 50 Jahren wird sowas vielleicht auch zu Hause möglich sein. Ja, vielleicht nicht, dass man sich an so eine Maschine schließen kann, die dann so rumfliegt durch den ganzen Raum, so, aber so eine Art Animus, wo man sich halt so hinlegt oder hinsetzt oder irgendwas richtig aufsetzt, wo man das halt wirklich noch besser als VR irgendwie erleben kann, so. Vielleicht noch intensiver. Also was Ähnliches gibt es ja schon. Mit diesem komischen Laufrad, wo man sich reinstellen kann. Ja, genau. Ja, sowas Ähnliches. Also an sich fand ich den Film, um jetzt mal zum Ende zu kommen, also an sich fand ich den Film ganz gut. Aber an einigen Stellen hätte ich mir halt noch so diesen Wow-Effekt noch gewünscht. So. Aber an sich war er eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt für diese Aufnahme? Wenn ihr uns folgt. Ja. Schaut mal bei Kuka vorbei. Schaut mal bei, wie heißt du, Kong? Warte. Akate vorbei. Sarah. Nee, Akate vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Euer Mystery.